Hallo, guten Abend, hier ist euer Jacques. Mir ist heute danach, euch zu erklären, was ein Chaos ist. Für viele ist es vielleicht ein Fluch oder vielleicht eine Erklärung zu etwas, was man nicht beschreiben kann. Allerdings ist ein Chaos nicht jemand, der ein Chaos hinterlässt, sondern sehr oft eine unübersehbare Situation in einem Paar, in einem Menschen, die dazu führt, recht viel Durcheinander in ein Leben zu bringen. Das Chaos kann man beseitigen, wie man auch eine unaufgeräumte Wohnung beseitigen kann. Aber leider ist es oft so, dass Menschen uns anrufen und sagen, mein Mann hat sich verändert, meine Partnerin hat sich verändert, sie ist fremdgegangen und wir erblicken dann über die Karten oder über das Pendel oder über die Intuition, dass die Menschen von einem Chaos befallen sind. Stellt euch vor, ein Ball, ihr nehmt einen Ball und rollt ihn durch einen Raum auf einer ebenen Fläche und der Ball rollt und entweder bleibt ihr vor der Wand stehen oder er titscht gegen die Wand und kommt zurück, aber das ist der Gang der Dinge. Jetzt stellt euch vor, ein unvorhersehbares Ereignis stellt sich in den Weg. Ein Stein, ein Kind, ein Stück, irgendein Gegenstand, der doch nicht hingehört. Und der Ball gerät außer Kontrolle. Der Ball fängt an zu titschen, er springt nach rechts, nach links, nach oben, nach unten und ist nicht mehr kontrollierbar. Er reißt möglicherweise Sachen mit und genau das passiert, wenn jemand vom Chaos befallen ist. Dann passiert es nämlich, dass Dinge passieren, die normalerweise nicht passieren dürften. Man trennt sich, Menschen verändern sich und leider erblickt man zu spät, dass eben das Chaos einen befallen hat und dann ist man ratlos. Man versucht, ja, alles in die Wege zu leiten, es zu beseitigen, die Liebe zurückzuholen. Aber was macht man, wenn man vom Chaos befallen ist? Es ist ein Fluch, ja, es ist ein Fluch, aber dieser Fluch ist halt nicht von irgendwem erbracht worden, sondern ein Chaos passiert. Ja, genauso wie ein Chaos passiert, wenn man eine Wohnung nicht aufräumt. Es gibt aber Dinge, die dafür sorgen können, das Chaos zu beseitigen. Und die machen wir gerne hier bei uns, bei Gabe Gottes. Und leider ist es so in der heutigen Zeit, dass dieser Fluch, Chaos, leider viel zu oft passiert. Es sind Begebenheiten, die unser tägliches Leben beeinflussen. Sachen, denen wir nicht Herr werden. Ständig das Telefon in der Hand zu halten. Autos, Industrie, Nachrichten von schlimmen Sachen, die uns umgeben. Und irgendwann gerät man außer Kontrolle und das Chaos übernimmt Herr. Und dann passiert genau das, was uns nicht passieren sollte. Wir verändern uns. Und genau das passiert leider vielen Leuten und manche haben eben keinen Namen für dieses Ding, was uns besetzt, was Kraft uns entzieht, uns in einen Weg leitet, der nicht gut für uns ist. Nicht gut für uns, nicht gut für viele andere, denn das Chaos ist doch eben dafür zuständig, andere Sachen wie den Einfluss zu nehmen. Selbst eine Waschmaschine, man sagt, der Fernseher ist heute kaputt und morgen ist die Waschmaschine defekt. Ich habe ein Unglück, ich habe ein Pech, wie ein Pechvogel. Mein Schutzengel funktioniert nicht mehr. Aber das Chaos ist etwas, was schon Albert Einstein als Theorie hervorgerufen hat in anderen Schwellen. Und das Chaos befällt eben auch uns Menschen. Und wenn es uns befallen hat, dann ist es schwer, es wieder wegzubekommen. Wir haben Mittel und Wege, dafür zu sorgen, es in die richtige Bahn zu schieben, die Kugel wieder richtig rollen zu lassen, euch wieder zusammenzubringen, obwohl das nur ein Teil der Arbeiten ist, die wir vollziehen. Das ist das Chaos zu beseitigen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt uns eine E-Mail ruhig. Schreibt uns an info@gabegottes.ch und schreibt einen von uns an, von der www.gabegottes.ch. Fragt nach einem von uns und wir versuchen euch zu helfen. Und ich glaube, wir sind bedingt, euch wirklich in allen Situationen zu helfen, die dafür sorgen werden, dass es euch besser geht. Da bin ich ganz sicher und ganz zuversichtlich.
Und das Chaos ist eben eins davon. Und ich werde in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder neue Begebenheiten versuchen zu erklären, die einem passieren können. Und auch immer wieder versuchen, euch zu erklären, wie wir so etwas wegmachen, euch auch Sachen zeigen. Aber mir war es heute daran, euch zu sagen, es gibt das Chaos und das Chaos ist allgegenwärtig und es ist überall und nirgends. Und es zu sehen durch die Karten, durch das Pendel, durch andere Begebenheiten ist sehr schwer. Es versteckt sich ganz gut in uns. Und naja, wir wissen halt, jeder, der irgendwann einmal chaotisch ist, da sagt man auch, was für ein Chaot. Und würde nicht erahnen, dass das Chaos in ihm wohnt und dass es viele Sachen anstellt, die ihm dazu führen, dass es ihm schlecht geht. Ihm und vielen anderen Menschen auch, dem Partner, den Kindern. Dass er vielleicht irgendwie vergisst, das Auto zu betanken oder genug Öl reinzukippen und der Motor geht kaputt. Vielleicht die Wartung nicht übernehmen, weil eben alles chaotisch läuft. Und ich möchte euch gerne helfen, das Chaos zu beseitigen. Das Chaos, was eventuell euren Partner oder euch selber befallen hat, zu suchen, zu finden. Es gibt nur wenige Möglichkeiten herauszufinden, wie so etwas wirklich ausschaut. Und wir haben die Möglichkeit gefunden, schon seit längerer Zeit. Und ich würde mich freuen. Ja, ich wünsche euch diesbezüglich einen tollen Tag. Und ich gebe euch gerne allen Kraft, die das sehen. Und verspreche euch, ja.